was spielen, braucht man auf jeden Fall den gesamten Körper. Es ist ja auch schon relativ aufwendig, auch die Saiten überhaupt runterzudrücken. Und ich versuche das so zu machen, meine Energie dann zu fokussieren auf einen Punkt. Also auch wenn ich jetzt die Saiten runterdrücke, drücke ich nicht nur mit den Fingern, ich drücke eigentlich mit den Rückenmuskeln auch. Also ich benutze meinen ganzen Körper, um die Saiten runterzudrücken. Ich benutze auch den gesamten Körper, um eben mit dem Bogen zu spielen. Also das kommt alles auch aus dem Rücken, auch aus den Beinen. Also der Kontrabass ist ja sowas wie das Fundament des Orchesters, die Basis des Orchesters, also besonders im Klanglichen geben wir auch eine Basis vor, versuchen dann auch einen gewissen Klang zu unterstützen. Jeder Komponist braucht ja einen etwas unterschiedlichen Klang. Und da wir eben dann die tiefsten Instrumente sind, können wir relativ stark beeinflussen, wie das Orchester klingt. Man kann da wahnsinnig viel beeinflussen oder fast, wenn es gut funktioniert, das Orchester irgendwie in die Hand nehmen von unten. Und das macht dann besonders viel Spaß. Für uns Bässe ist es jetzt in dieser runden Aufstellung etwas schwieriger, weil wir weiter hinten sind. Wir sind weniger im Kontakt mit den anderen Streichinstrumenten. Zum Beispiel in München habe ich direkt neben den ersten Geigen gesessen. Das war dann relativ einfach, sich zu koordinieren. Jetzt müssen wir uns da mehr bemühen, dabei zu bleiben. Es ist jetzt klanglich sehr anders als in München, würde ich sagen. Also es ist eine große Herausforderung, das jetzt zu meistern. Wir müssen versuchen, denke ich, uns sehr um Klarheit zu bemühen, also sehr differenziert gestalten. Und das, denke ich, wird für heute Abend die Aufgabe sein. Also das ist schon enorm. Auch die Ausdrucksvielfalt des Instruments ist enorm.